Unsere Moderatorin Cindy ist ein Medienprofi. Mit allen Wassern gewaschen und eine der bekanntesten Frauen im Autogeschäft. Scheiße. Sie wird bei Go von vielen gefeiert, von einigen gehasst und sorgt bei manchen für Fragen. Hi. Wir haben Cindy einige Reaktionen aus der Community gezeigt und sie sagt, was sie von Liebesbekundungen, Hatern und den Kommentaren generell hält. Scheiße. Mir wäre das Auto egal. Hauptsache, Cindy würde meine Beifahrerin sein. Danke vielmals, liebe Badener. Es ist für mich schon klar, dass bei der Männerwelt ich gut ankomme. Weil es ist schon Motorsport, Autofahren, das ist schon hauptsächlich ein Männerdomäne. Deswegen ist es für mich ganz normal, nur mit Männern unterwegs zu sein. Und manchmal, ich bin selber ein bisschen macho-mäßig, ich gebe es auch zu. Aber was ich wirklich ganz cool finde, ist, es kommt immer mehrere Frauen ins Spiel, in diese Autodomäne. Und das finde ich ganz gut, weil es ist wichtig, dass Frauen auch Power haben in diese Domäne. Cindy muss ja ganz schön alt sein, wenn sie vorher kein iPad bedient hat. Hat wahrscheinlich noch ein Tastentelefon. Ganz genau. Schlimm, oder? Ich habe einen Computer, ein Telefon, aber iPad brauche ich momentan nicht. Um Auto zu fahren, stehe ich einfach auf Oldschool, weil es einfach viel einfacher zu bedienen ist und viel sicherer, viel intuitiver. Zu Hause, klar, ich habe ein iPhone, klar, ab und zu bin ich auf ein iPad oder ein Computer, aber es zieht mich auch nicht. Ich brauche das nicht und deswegen auch für mich macht es schwierig, wenn ich ein Auto habe mit einem vollen iPad, das direkt zu benutzen, weil ich mich damit nicht beschäftige. Oh wow. Cindy, mach lieber ein Nagelstudio auf. Der Wolfgang. Liebe Wolfgang, das finde ich wirklich unrecht und wirklich böse. Und was du da nicht verstehst, ich bin ein Mensch. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe ein ganz normales Leben und klar, ich teste Auto seit sehr lange. Ich bin Rennen gefahren. Und wenn du mir so einen Satz sagst, dann weißt du, das tut wirklich weh. Einfach so einen Satz zu schreiben, hat für mich keinen Sinn. Und das ist nur, um die Leute zu verletzen. Und wenn das dein Ziel ist, dann hast du selber ein großes Problem. Wow. Schweizer Mobilitätsmagazin und eine französische Moderatorin. Toll. Mit dem Daumen nach unten. Puh. Wieso? Wusstest du nicht, dass in der Schweiz man spricht eigentlich 3 bis 4 Sprachen? Bevor du so etwas schreibst, dann erkundig dich bitte, weil das ist wirklich eine Dummheit, was du schreibst. Aber danke für den Hinweis. Bringt uns jetzt nicht weiter im Leben. Räbli, Lirschli, Räbli, Lirschli, wo gehst du? In die dunkle Nacht ohne Sterne, da muss mein Lirschli sein. So, nächste. Cindy, wie immer, die Beste und fährt wie die Hölle. Klasse, die Frau. Jungs, bleibt zu Hause. Da bin ich voll bei dir, Peter. Dankeschön. Es tut so gut, auch manchmal einfach positive Kommentare zu lesen. Wirklich, danke vielmals, Peter. So. Cindy, das ist doch nicht dein Ernst. Ich parke nicht so gut ein. Ja, Leute, was soll ich sagen? Also, ich werde immer besser mit der Zeit. Es ist wie eine Frau, die wird immer schöner. Ich übe, übe, übe und es wird immer besser, auf jeden Fall. Und jetzt mit der ganzen Kamera, 360 Grad Kamera, klar, es passiert fast kein Unfall mehr. Fast. Du willst mich wirklich umbringen? Cindy, ich würde dir auch zuhören sehen, wenn du eine Briefmarke testest. Sehr lieb. Sehr lieb. Da merkt man einfach, dass die Leute auch wirklich mögen, was du machst. Und das freut mich sehr, sowas zu hören. Es ist ein ganz lieber Kommentar. Einfach zu sagen, Cindy, du machst es gut, mach weiter so. Und das finde ich toll. Danke. Und yeah. Ciao, ciao. Wir danken dir, liebe Cindy, und freuen uns auf viele weitere Drifts, Einparkmanöver oder auch charmante Versprecher von dir. So, und jetzt ist es mir erstmal Lust nach einem Kaffee. Der war gut wieder. Mhm.
Und wir danken 99,9% unserer aktiven Community für die kompetenten, lustigen und einfallsreichen Kommentare. Das wird immer besser. Lasst uns auch in Zukunft wissen, wie euch unsere Beiträge gefallen. Salute!